Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es darum, mal eine Dachbox zu reparieren. Und zwar hatte ich die letzten Urlaub nicht ordentlich verschlossen und ein starker Wind hat sie aufgerissen und dabei ist im Deckel ein Riss entstanden. Und wie man sowas repariert, wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, etwa 2/3 des verlorenen Dachboxinhaltes habe ich auf der Straße wiedergefunden. Dann habe ich erstmal mit Panzerband die Dachbox notdürftig repariert. Und das ist jetzt der Riss, den wir reparieren wollen. Zur Reparatur habe ich diese Schweißnaht verwendet. Und ich habe jetzt die Arbeitsschritte nicht gefilmt. Aber das Endergebnis sieht halt so aus, dass der Riss jetzt komplett verschlossen ist. Und hier unten zur Stabilisation habe ich noch ein Blech eingebracht. Das wird dann später noch schwarz gemacht, damit es nicht mehr so auffällt. Ja, und innen habe ich die Naht etwas breiter ausgeführt. Von innen sieht das Ganze so aus. Ich habe dann quasi über diese Schweißnaht noch mal etwas Karosseriekleber aufgebracht und da ist auch noch, sind noch zwei Bleche drin verklebt, die dann noch mal zusätzlich Stabilität bringen sollen und ich denke mal, das hält. Man könnte das jetzt noch etwas verschleifen, dann ein bisschen Farbe aufbringen, aber es ist funktional und muss nicht unbedingt schön aussehen. Vielleicht werde ich ja mal die ganze Dachbox noch komplett lackieren. Dann kann man das noch mit beheben, dass man hier nichts mehr sieht. Aber auf die Schnelle ist es jetzt erstmal halt ein Kompromiss. Aber mit dem kann ich leben. Am Ende des Risses, man sieht es jetzt hier nicht mehr, habe ich noch ein kleines Loch gebohrt, damit der Riss sich nicht weiter fortsetzt. Das ist jetzt alles mit dieser Schweißnaht und dem Kleber versiegelt und dürfte auch dicht sein. Ja, und als nächstes soll hier so eine flexible Solarplatte noch auf die Box montiert werden. Und zwar hatte ich so die Erfahrungswerte, wenn ich länger wie 2 Nächte an einem Spot bleibe, dass dann doch durch Kühlbox und etc. die Fahrzeugbatterie doch ganz schön leergezogen war. Also einmal brauchte ich Starthilfe. Ja, und um das zu vermeiden, soll halt diese Solarplatte, die wohl 100 Watt haben soll, noch eine kleine Lithiumbatterie speisen, wo dann die Kühlbox mal rangehangen werden soll. Aber dazu mehr im nächsten Video. Nun habe ich doch noch die Naht etwas angeschliffen. So, jetzt habe ich mal noch ein bisschen Strukturlack auf die Naht aufgebracht und wie schon befürchtet, die Ränder sind matt geworden. Sieht jetzt nicht besonders toll aus. Ja, müsste man, wenn man es perfekt haben möchte, die Box halt doch im Ganzen nochmal lackieren oder Raptorlack aufbringen. Ja, vielleicht kann man es mit Kunststoffpflege so noch ein bisschen kaschieren. Aber ich würde mal sagen, für meine Zwecke reicht's. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben freuen. Und vielleicht abonniert meinen Kanal. Ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Ciao.